Hallo ihr Lieben, Karibuni bei Afrika Kulinarisch. Karibuni ist Swahili und bedeutet herzlich willkommen. Mein Name ist Caro Mühlenbrock und heute in diesem Video, wie versprochen, mache ich Chips Masala. Ich hatte letztes Mal Kebabs gemacht, da könnt ihr das Video auf meinem Kanal schauen. Und zu den Kebabs passt Chips Masala sehr gut. Chips Masala ist eigentlich Pommes, wie man die kennt. Ich habe Kartoffeln hergestellt und dann wird eine würzige Tomatensoße gemacht. So, ich fange an mit Zwiebeln. So, da kommen rote Zwiebeln. Dann meine Pfanne schon anmachen. Da ist schon genug. Etwas Öl. So, ungefähr 2 Esslöffel. Frische Tomaten. Drei Tomaten brauche ich dafür. Ja, ich habe die Tomaten geschält, einfach weil ich diese Haut nicht haben möchte in der Soße, dass die ganz weich werden. Knoblauch. Ja, ich nehme 2. Ich würd 3 nehmen, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel für manche Leute, aber ich esse gerne viel Knoblauch. So, und das kommt direkt in die Zwiebel rein. Und die heißen Chips Masala, weil die haben eine Masala-Soße, Masala-Gewürz. Masala ist eine Gewürzmischung. Da ist Kardamom, Kreuzkümmel, Zimt und Nelke drin. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, wie es euch schmeckt. Die Kommentare unten was schreiben. 1,5 Löffel ungefähr von meiner Gewürzmischung. Und dann, dass das klein bisschen scharf ist, habe ich noch Cayennepfeffer. So, und jetzt kann ich meine Tomaten reintun. Mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann lasse ich meine Tomate köcheln, bis eine dicke, etwas dicke Soße entsteht. So, in der Zeit kann ich dann meine Kartoffeln vorbereiten. Festkochende Kartoffeln. Die tue ich hier rein, damit die ganz trocken sind. Mein Öl
habe ich vorher schon erhitzt. Das heißt, die Kartoffeln können sofort rein, wenn die fertig geschnitten sind. So, und ich mache nicht so gerne ganz dünn. Man sollte versuchen, gleichmäßig zu schneiden, damit die auch gleichmäßig gar werden. Das Rezept zu diesem Gericht findet ihr auf meiner Webseite. Wird hier unten gezeigt, www.afrika-kulinarisch.de. Und da sind auch andere Rezepte von den Gerichten, die ich vorher gemacht habe. Und die Videos auch. Selber Pommes machen ist was Feines, finde ich. Wir sind so gewohnt, TK-Pommes zu essen, dass zu Hause kaum sowas gemacht wird. Und wir waren immer gewohnt zu Hause, dadurch, dass sowas nicht gab bei uns. Pommes wurden immer selber gemacht von frischen Kartoffeln. So kenne ich das. So, und hier vorsichtig jetzt reinlassen. Mein Öl ist richtig heiß. Die letzte Kartoffel mache ich noch schnell dazu. Dann werde ich einmal umrühren. Und dann erstmal in Ruhe lassen. Die werde ich auch zweimal frittieren, die Kartoffel. So, die Soße ist schon etwas dick geworden. Und Chips Masala. Bei Chips Masala darf Koriander nicht fehlen. Aber das habt ihr mittlerweile gemerkt, bei vielen kenianischen Gerichten haben wir fast immer Koriander dabei. Und das wird ganz zum Schluss hineingegeben, damit das nicht kocht. Richtig. Koriander schmeckt man, aber eigentlich alle Kräuter, fast alle sind am besten, wenn die noch schön grün sind. Man kann die gut schmecken. So. Die Pommes kann ich, glaube ich, fürs erste Mal schon rausnehmen. Die sind schon braun geworden, aber die sind noch nicht richtig gar. Deswegen tue ich die das zweite Mal wieder ins Fett.
und warte ja ungefähr 5 Minuten, sind die dann fertig. Wenn die so hoch kommen, heißt auch, dass die schon gar sind. Die sehen auch schön braun aus und auch knusprig. Man kann das schon hören. So, und ich werde jetzt etwas Küchenrolle nehmen, um die da, damit das Fett hier abtropfen kann. Und dann nehme ich die raus. So, jetzt etwas und das ist jetzt schon gut. So, kommt, ich muss die Kartoffeln etwas würzen, obwohl die Soße auch schon würzig ist, aber ein bisschen Salz muss noch rein. Und jetzt ist der Zeit, Koriander reinzutun. Eigentlich ist das ganz einfach mit Chips Masala. Und jetzt kommen die Pommes rein. Und dann werden die so gemischt. So, von der Knusprigkeit ist jetzt nicht mehr da, aber trotzdem ist von dieser Soße sind die sehr saftig und sehr, sehr schmackhaft auch. Und jetzt kann ich die anrichten. Es macht mir richtig, richtig Spaß, so ein Gericht zu machen, weil für mich ist das zu Hause, das Geruch. Und Chips Masala mit Samosas oder mit Kebabs ist einfach eine Delikatesse. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß habt beim Nachkochen. Abonniert meinen Kanal, bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye!